Letztes Kapitel, sehr schön. Rufus, wo warst du nur? Ich musste für eine Weile untertauchen. Da hast du dir einen famosen Zeitpunkt ausgesucht. Während du auf Schnorcheltour warst, wurden wir von Donna Goal überrumpelt und verschleppt. Man kann euch keinen Augenblick alleine lassen. Sie hat Goal mitgenommen. Außerdem die Fernbedienungen und die Datasetten. Quatsch, die habe ich doch bei mir. Was heißt 40 Minuten für Kapitel 4? Ich muss ein Loch im Mantel haben. Andauernd verliere ich was. Diesmal hast du mehr verloren als sonst. Cletus war hier. 31. Er hat die beiden Golds mitgenommen. Oh, das ist nicht gut. Sie wollen mit Argus Kreuzer nach Porta Fisco reisen. Argus ist auch hier? Zumindest hat sein Kreuzer längsseits dieses Sprengturms dort festgemacht. Rotzdonner, der Sprengturm. Der Angriff der Rebellen hat schon angefangen. Heute. Purer Selbstmord. Du hast recht. Ohne mich sind die vollkommen aufgeschmissen. Oh je, Rufus. Du weißt wirklich nicht, wann du aufgeben musst. Na, weiß ich das. Und der erste Buchstabe ist ein D, richtig? So, Moment. Mein Handy hat sich gerade irgendwie rebootet. Ich habe eigentlich das feste Ziel, das heute jetzt durchzukriegen. Ja, das Schnabeltier ist doch mal geil, oder? Schnabeltier-Alarm, Schnabeltier-Alarm und ein Frosch und eine Fliege und oh Mann. Das dumme Vieh besetzt den Ort-zu-Ort-Transporter. Aber da ich die Fachliteratur studiert habe, fürchte ich mich nicht vor genetischer Verschmelzung. Ein Hoch auf Captain Kakerlake. Wie geil. Okay. Das dumme Vieh besetzt aber da ich die Fach... Ein Hoch... Wie geil. Speichern. Ich möchte... Ein Traum von mir ist es ja, einmal mit einem Schnabeltier. Als erfahrener Teamplayer kann ich Folgendes sagen. Für manche Spieler ist sogar die Ersatzbank. Der fing sich schon schwierig an, der Satz. Deshalb konnte ich noch ruhig fortfahren. Wie ist die Lage, Doc? Nach wie vor ausweglos. Ast rein. Dann geht mir wenigstens keiner durch die Lappen. Kannst du erkennen, was da drüben vor sich geht? Ich glaube... Die Rebellen haben angefangen, den Turm zu stürmen. Ah, jetzt sehe ich's auch. Der Turm wackelt schon bedenklich. Und ich sehe einen Schwarm abgerichteter Glühwürmchen. Rufus, willst du dich nicht einen Augenblick setzen? Du bist schon recht lange auf den Beinen. Keine Sorge, Doc. Mir geht's so zu... Was sind das für komische Kabinen dort drüben? Sieht aus wie Organon-Technologie. Wahrscheinlich ausgemusterte Warentransporter aus dem Sprengturm. Warentransporter aus dem Sprengturm. Du spielst doch hoffentlich nicht mit dem Gedanken, sie zu benutzen. Aber ganz sicher. Das wäre der reinste Wahnsinn. Nein. Ein kleiner Fehler und du endest als Molekülwolke. Bestenfalls werden deine Gene mit dem Ungeziefer vermischt, das sich da eingenistet hat. Cool. Hör mir doch zu. Nur dieses eine Mal. Sie zu benutzen, wäre das Allerdümmste, was du tun könntest. Nein. Genau. Niemand würde damit rechnen. Es sei denn, sie kennen dich. Kennst du dich mit diesen Ort-zu-Ort-Transportern aus? Du spielst doch hoffentlich... Wieso? Das wäre der reinste... Ein kleiner... Achso, okay, gut, das so ist... Eine... Schade. Wo ist Bozo? Wo ist Bozo? Unten im Cockpit. Er versucht, den Generator wieder anzuwerfen. Aber die Stromkollektoren sind entleert. Wir werden wohl noch ein paar Stunden hier festsitzen. Das ist zu lang. Du könntest ihm helfen, indem du die Lampe keine hältst. Zeit mehr. Für mich ist das da unten zu eng. Ich weiß nicht. Lampe halten. Rufus. Rufus. Heroisch hielt er die Lampe. Nee. Ach, das wird nix. Ich finde schon einen anderen Weg. Ich probier mal was. Ich würde ja sagen, tu nichts Unüberlegtes. Ich probier mal was. Aber da du mir jetzt schon gar nicht mehr zuhörst, sage ich einfach, ich hasse dich. Ich hasse dich abgrundtief. Danke, Doc. Ja, auch viel Glück. Doc, komm, das kriegen wir schon hin. Entwicklerkommentar. Ich hatte ja schon mal einen kleinen Ausflug in die Fauna von Deponia in einem anderen Entwicklerkommentar weiter vorne. Ja, hier haben wir gleich mehrere Tiere. Natürlich gibt es auf Deponia ziemlich viele Insekten. Die Hintergrundanimationen wimmeln nur so von ihnen andauernd. Und das erste Mal auch einen deponianischen Frosch. Und ja, was es damit auf sich hat, das findet ihr am besten selber raus. Vielleicht erzähle ich gleich im nächsten Raum nochmal ein bisschen mehr zu der ganzen Geschichte.
Ja, sonst fällt mir nur ein, dass dieses gesamte Subkapitel hier quasi ganz neu entstanden ist und im ursprünglichen Konzept nicht drin war. Also sowas erzähle ich ja andauernd. Das kann ich ja noch viel besser erzählen über diesen Screen. Das ist halt mit als letztes entstanden. Ja, und es war viel Farbe übrig. Eigentlich gibt es gar nichts zu erzählen. Es ist ja sowieso viel zu spannend. Ihr wollt ja sicherlich auch weiterspielen. Ja, weil ich die ganze Zeit meinen Kommentaren lauschen. Ist halt schon halb elf, Poki. Und es dauert und zieht sich hin. Und dauert. Und ihr seid so gespannt, wie geht's weiter? Oh Gott, wird Rufus den Tag noch retten können? Kommt er mit Gold zusammen? Genau. Und ich erzähle hier einfach so, dass es irgendeine Information gibt. Ja. Wie grausam. Und ihr müsst euch das anhören. Ach, furchtbar. Ich hätte schon längst aufhören sollen zu reden. Das wäre viel besser gewesen. Ihr kauft euch... Jetzt hör auf. Wenn das so weitergeht. Das ist furchtbar. Ja, jetzt lasse ich euch ja weiterspielen. Ne? Also, viel Spaß. Ah, es geht weiter. Cool. So, können wir hier... Nee, geil, Sprengturm. Ohne mich werden sie alle draufgehen. Das würde ihnen zwar recht geschehen, aber wer soll dann meine grandiosen Führungsqualitäten würdigen? Ja, alles klar. Pass auf, wir speichern jetzt nochmal. Wir probieren alle drei Teleporter aus. Das muss ich sehen. Ich muss es sehen. Wir probieren erst den langweiligsten aus. Die Fliege. Eventuell muss ich auch alle drei benutzen dafür. Janosch. Die Rebellen. Genetische Verschmelzung ist irreversibel. Da lachen ja die Hühner. Aber wo ist das Schnabeltier jetzt hin? Jetzt will ich nochmal laden. Ja, laden. Was hast du daran nicht verstanden? So. Ey, ich will da raus. Wie geil. Ich will aber erst durch die Tür. Oh, genetische Verschmelzung ist irreversibel. Da lachen ja die Hühner. Ich würde da mal gerne heraus aus dem Transporter. Schade, nur wenn der Frosch jetzt. Okay, dann müssen wir doch die Fliege nehmen. Ah, schade, ich dachte, wir laufen jetzt weiter als Schnabeltier rum. Das wäre so geil gewesen. Okay, wir können hier eh nichts machen. Wir können aber hier nach oben. Aua, hier ist eine Luke. Ich meine... Ja, was? Geht nicht auf, oder was? Aua, ich... Okay, dann machen wir das jetzt anders. Wir gehen da durch den Transporter. Dann gehen wir da rein. Einmal so, Poki. Und ihr habt euch trotzdem wieder getraut, der Rahmen ist weg. Zu drücken. Bravo erstmal dafür. Ja. Aber ich hatte ja auch angekündigt, dass ich jetzt ein bisschen mehr über die Tiere erzählen soll. Ihr habt jetzt mittlerweile mitbekommen, dass es sich bei diesen seltsamen Kabäuschen um Warentransporter des Organon handelt. Ausgemusterte auch noch. Und dass Rufus trotz entgegen aller Ratschläge von Doc sie quasi benutzt, um sich ins Innere des Organon-Turms
zu teleportieren, was natürlich zu einer die Fliegeartigen Genverschmelzung führt, die für ein kleines Kombinationsrätsel hinhalten muss. Und auch dieses Rätsel wieder hatte ich lange Zeit nicht zu Ende durchkonzeptioniert, sondern wir haben einfach gesagt so, das wird schon lustig und da fällt uns was Lustiges ein. Und dann nachher ging es komplett auf, ohne dass wir irgendwas dafür tun müssen. Wir hatten einfach nur diese Idee, diesen Aufbau, haben es hingeschrieben und haben halt geguckt, so was passiert, wenn wir das und wenn wir das machen. Und nachher war es einfach so gelöst. Wundervoll. Ich finde es außerdem großartig, wie Rufus so komplett furchtlos mit diesem Schulterzucken, weil er einfach überhaupt nicht so weit denkt oder gar keine, das Wort Sorge oder Angst irgendwie überhaupt gar nicht zu kennen scheint, wenn es um seinen eigenen Körper geht. Einfach sagt so, ja, ach, genetische Verschmelzung, das lässt sich schon wieder rückgängig machen. Ja, viel Spaß bei dem Versuch. Das Schnabeltier ist jetzt hier drin, das ist ja cool. Das gefällt mir aber. So, wir sprechen... Ohne die Fürsorge ihres Weisen selber schuld. Okay, so bringt es nichts. Ich muss da rauskommen, damit ich die Treppe benutzen kann. Okay. Dann gehen wir da jetzt nochmal rein. Nein, falsch. Das ist der Falsche. Wir müssen da rein. Jetzt müssen wir den nehmen. Geh da rein. Ach shit, ich kann als Fliege nicht zum Frosch. Wie doof. Das ist ja ungünstig. Wo ist denn der Frosch jetzt hin? So, raus da mit dir. Warum habe ich nur meinen Dompteurzylinder nicht eingepackt? Raus da mit dir. Was? So, raus da mit dir. Nee, geht warum nicht. Warum habe ich... Ist ja irgendwie doof, ne? Kann nicht so schwierig sein, oder? So, jetzt gehen wir da direkt nochmal rein. Jetzt ist hier kein Schnabeltier drin. So, jetzt ist das Schnabeltier da wieder. Was soll das denn? Dann gehen wir runter. Dann gehen wir da nochmal rein. Kann es sein, Frosch frisst Fliege und Schnabeltier frisst Frosch oder sowas? Irgendwas in der Art? So, raus da mit dir. Warum habe ich nur mein... Ich würde sagen, das könnte jetzt echt eine Spielschicht für mich werden, ne? Da komme ich jetzt nicht hin, ne? Tja, also sonst klappt das immer. Okay. Wo ist denn jetzt die Fliege hin?
Habt ihr hier mal eine Idee mit der Kombination, was ich da... Janosch. Na, wie sieht's aus an der Front? Uwusch, endlich! Schnapp dir eine Waffe und hilf uns. Wir sind gnadenlos in der Unterschal. Ach nee, wenn ich mich einmische, würde ich nur eure Unfähigkeit bloßstellen. Aber... Ihr schafft das schon. Und ich sage das nicht, weil tatsächlich Hoffnung besteht, sondern um euch zu motivieren. Das nennt man Leadership. Ach, meinst du, ich klicke immer das Schnabeltier an oder so? Meinst du? Ist das so? Guck mal, die haben jetzt getauscht. Das bringt mir ja nichts. Das wissen wir ja. So, raus da mit dir. Ach so, warum okay. Ja, jetzt habe ich die Fliege angeklickt, hast du recht. Ich bin halt Schnabeltier fixiert. So, jetzt gehen wir da rein. Da muss das Schnabeltier doch eigentlich weg sein, oder? So, jetzt haben wir da noch die Fliege. So, nee, nein. Ich hab. Okay, zwei Möglichkeiten gibt's. Da rein. Das war die falsche. So, raus damit. Warum hab ich. Das war die falsche Möglichkeit leider. Dann nochmal da rein. Geht nicht anders. So, jetzt muss ich den noch einmal benutzen, glaube ich. Geht das nicht hin? Okay, dann nehmen wir den noch einmal. Aber jetzt komme ich da ja auch nicht raus. Ich komme ja hier nicht raus. So, raus. Warum hab... Sieht wohl so aus, wohl zu spät. Dann gehen wir noch mal da wieder rein. Da oben war ich ja eben schon, dann das bringt mir überhaupt nichts. Das ist klar, jetzt komme ich da wieder raus. Ja, mal, hallo, jetzt haben wir da den Urzustand. Das bringt mir doch überhaupt nichts. Wenn ich da jetzt mit dem als Schnabeltier reingehe, dann kann ich doch die Tür nicht öffnen. Hat ja mal jemand mal einen Tipp? Ja, nee, dann geht das Stream halt nächste Woche nur 20 Minuten oder so, ne? Dann halt so. Was soll's? Mal gucken. Wir haben jetzt die Fliege getauscht. Ja, es ist mir schon klar, dass ich den Leer bekommen muss. Ivi, das liegt auf der Hand. Aber ich habe jetzt alle Kombinationsmöglichkeiten, die es gab, durch. Das ist das Problem. Und ich kann mich nur mit der Fliege bewegen. Sonst geht's nicht. Also das weiß ich auch, dass ich den ja bekommen muss. Aber ich kriege weder den Frosch noch das Schnabeltier hier rein. Das ist das Problem.
Ich sehe da keine sinnvolle Kombination drin. Eigentlich habe ich alle Kombinationsmöglichkeiten durch. Doch klar, wenn ich mit den beiden brauche ich nicht anzufangen, weil ich kann mich mit dem, ich kann mich da nicht drin bewegen. Ich muss also immer die Fliege benutzen. Was anderes gibt's ja nicht. Ich kann ja mit den anderen beiden den Raum nicht verlassen. Das geht ja nicht. Und ich bin mit der Fliege schon in alle drei reingeflogen. So, jetzt das Schnabeltier weg. Da war ich auch schon öfter mit. Jetzt könnten wir den benutzen. Das hatten wir auch schon. So, raus. Warum habe ich... Das habe ich auch schon gemacht, nachdem die Konstellation da war. Jetzt liegt der Schnabeltier da unten drin. Hier ist der Frosch und ich komme damit nicht raus. Ich kann ja hier jetzt nicht verlassen. Das geht ja nicht. Das ist nur einmal zum Gucken halt. So. Jetzt kann ich in den reingehen, dann komme ich drüben raus, dann sitzt das Schnabeltier wieder. Da kann ich dann auch nichts mit werfen. Warte mal, doch, was wir versuchen könnten, wäre Folgendes. Das können wir nochmal machen. Da reingehen. Dann jetzt hier hoch. Dann den Transporter nutzen und dann mal gucken, was passiert. So, jetzt ist der auch leer. Jetzt benutzen wir nochmal die Fliege. Welchen benutzen wir jetzt? Den können... Na doch, warte mal. Nee, das ging nicht. Dann müssen wir den benutzen. Und jetzt ist das Schnabeltier wieder drin. Es ist doch schwierig, oder nicht? Okay, jetzt gehen wir mal runter. Gehen da durch. Oh, Queen, hi. Oh, ich bin hier gerade am Verzweifeln. Einen schönen guten Abend. Danke für deinen Host. Und vielen lieben Gruß an alle deine Zuschauer. Wow, ich wollte eigentlich schon längst Feiern gemacht haben. Aber ich... Toll, jetzt haben wir die Ausgangssituation wieder. Hey, Leute. Das ist doch jetzt gerade nur noch wildes Rumexperimentieren, oder? Mehr ist es doch nicht mehr, ne? Aloha. Morgen Abend. Wieder 20 Uhr, oder? Haben wir gesagt, ne? Oder? Das ist, ich bin hier echt gerade am... Den kann ich, da kann ich ja jetzt nicht hin. Go, go! Mufus Gummiarm! Go, go, Rufus Gummiarzt. Ja, ja, sonst klappt das immer. Ich glaube nicht, dass man bei so einer Kombinationsgeschichte irgendwas großartig spoilern kann, oder? Wir nehmen jetzt den da nochmal. Ich nehme den nochmal. Also ich hätte nichts gegen eine Hilfe, weil es hört jetzt auch auf, Spaß zu machen mit den Teleportern. Ich finde das Rätsel einfach nur blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube nicht, dass man genau schreiben kann, ja, du machst das und das und dann einen dezenten Hinweis kannst du dann nicht geben. Du musst es schaffen, dass die Fliege in der Kabine links ist und du als Frosch in der mittleren. Das hatten wir doch aber eben. Das hatten wir doch aber eben. Wovon ganz rückgängig bin du? Frösche sind voll dämlich. Scheiße, war mal normal. Okay. Meinst du jetzt hier? Kann ich mit der Fliege was werden? Ach du Scheiße. Ey. Ehrlich? Ich habe jetzt die Fliege gefressen. Thank you.
Jetzt ist hier immer noch das Schnabeltier. China, das war aber mal... Oh, danke. Also in dem Fall nehme ich die Hilfe echt gerne an. Das hätte ich noch Stunden machen können. Und ich habe mich ja vorhin schon mit dem... So, gute Nacht, Queen. Wir sehen uns morgen. Oh ey, danke, China. Danke, ehrlich. Danke. Da sind Sie ja endlich. Ich war drauf und dran, ohne Sie abzureisen. Sie wissen doch, was man über den Organon sagt. Ja, das ist beim Versuch entstand, menschliche DNA mit Sojamehl zu kreuzen? Dass wir unsere Fahrpläne immer einhalten. Ah, den Humor haben Sie von der Mutter. Wir wären sicher eher hier gewesen, wenn nicht der halbe Turm aufgrund irgendwelcher Kampfhandlungen gesperrt wäre. Kommt es häufiger vor, dass bewaffnetes Gesindel in Ihren Anlagen herumsteigt? Dieser lächerliche Bauernaufstand ist nicht Ihre Angelegenheit. Trotzdem ist es doch seltsam, dass die Deponianer gerade jetzt aufbegehren. Wissen Sie etwas darüber? Es ist Rufus. Er versucht, mich aufzuhalten. Rufus? Er ist ganz schön hartnäckig. Er ist ein Idiot. Du unterschätzt ihn. Genau, Baby. Sag's ihm. Er ist nur halb so dumm, wie er aussieht. Nimm's mal zwei, dann stimmt's. Er weiß nur nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, aufzugeben. Apropos richtiger Zeitpunkt. Wären die Herrschaften dann soweit? Einen Moment noch. Ich habe meine Tasche drinnen liegen lassen. Meine Tasche? Sehen Sie zu, Mann. Sobald die Maschinen warm gelaufen sind, legen wir ab. Mit oder ohne Tasche. Ja. Weichei. Und Arsch. Du hast nur noch zwei Seiten Lösungstext vor dir. Ich habe ja jetzt, dieser Screen erinnert mich gerade aus irgendwelchen unempfindlichen Gründen daran. Scheiß drauf, Level 2. Ich habe ja tatsächlich seit knapp vor Jahreswechsel einen eigenen Assistenten, genau, der halt wichtige Aufgaben erfüllen muss, Füße waschen, also meine. Ja, klar. Möbelrücken hier und da. Auch deine. Meistens gefallen sie mir dann im Endeffekt doch da, am besten, wo sie am Anfang standen. Was ja aber nicht heißt, dass dieser Job vollkommen unnütz wäre. Und der Johannes, der hat ebenfalls wichtige dramaturgische Aufgaben, zum Beispiel dramaturgischen Kaffee kochen, dramaturgische Sachen kopieren und so weiter zu tun hat, dramaturgische Klemmbretter halten und Interview hertragen. Der löchert mich eigentlich, seit er hier angefangen hat in der Firma, löchert er mich halt mit einer einzigen Frage. Er hat eigentlich noch gar nichts anderes gesagt. Du, sag mal, Goal, wenn du gewusst hättest, dass Cletus eigentlich in dieser Situation gute Absichten hat, wärst du dann auch in deiner kompletten Form, also mit Agro-Goal und mit Baby-Goal, also in zusammengesetzter Goal komplett mit ihm mitgegangen? Ja, da wäre ich auf jeden Fall Cletus gefolgt. Cletus? Cletus? 1000. Ich folge überhaupt niemandem. Oh, jetzt geht's los. Catfight, Catfight! Ah ne, das sind ja zwei unterschiedliche Charakterfacetten, die ich hier mit dieser Fernbedienung... Das könnte sich jetzt schwierig erweisen. Ja, vielleicht sehen wir aber etwas Ähnliches gleich im Bild. Seid gespannt, es geht ja auf den Showdown zu. Showdown!